Aber, und wenn das Schicksal mir gewollt ist, werde der aussagen, aber mein Handy muss ich noch mal anschalten. Und, sorry, dass ich das jetzt machen muss. Auf jeden Fall kann ich jetzt schon mal sagen, was wir letzten Part gemacht haben. Letzten Part haben wir die blauen Schergen gefunden. Beziehungsweise, wir haben sie gedingst. Wir haben sie zurück zum Turm gebracht. Und jetzt kann es weitergehen. Ja, willkommen! Wir werden jetzt mal hier runtergehen und mal hören, was Gnade zu den anderen Schergennestern zu sagen hat, die wir gefunden haben. Zum grünen und zum blauen Nest. Ich finde Gnade so lustig, deswegen machen wir das jetzt auch mal. Da hinten sind die grünen, die haben wir als vorletztes gefunden. Und hier ist Die Grünen können viel Schaden anrichten, wenn sie einen Gegner von hinten angreifen. Aha. Sie sind leider nicht gerade reinlich, aber sie können sich gut an Dinge heranschleichen. Als Wachposten sind sie nahezu unsichtbar. Natürlich nur, solange eure Gegner sie nicht riechen. Nicht schlecht. Okay, die roten haben wir ja schon, die braunen haben wir auch schon. Jetzt gehen wir mal zu den blauen. Die haben wir letzte Party, wie gesagt, gefunden. Die blauen Schergen scheinen die meiste Zeit geistig in einer anderen Sphäre zu schweben. Okay. Wenn ihre Gedanken dann aber doch in diese Welt zurückkehren, können sie heilen und magischen Kreaturen Schaden zufügen. Sie können im Kampf gefallene Schergen wiederbeleben. Allerdings sind sie sehr verletzlich. Positioniert sie also sorgfältig. Ja. Ich weiß nicht, wer schwächer ist, blaue oder rote. Die sind beide auf jeden Fall total schwach. Blaue und rote, total schwache Typen sind das. Auf jeden Fall ist das, ja, ist schon cool, dass wir die alle gefunden haben. Jetzt, wo wir die blauen haben, können wir einige Artefakte bergen, an die wir uns sicherlich noch erinnern können. Im Hügelland war ein Artefakt. Das war, glaube ich, so ein Schergenaufwertungsartefakt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, als wir das gesehen haben. Dafür braucht man ungefähr 7 Stück oder so. Ja, sagen wir mal 10. Das war hier unten im Wasser. Ja, im Schergenaufwertungsdingens. Dann können wir 20 Schergen rufen. 5, 5, 5, 5. Passt eigentlich super. Nicht schlecht, eine echt gute Zahl eigentlich. Von jedem 5 Stück. Ja, es geht eigentlich. Da kann man schön seine Armeen sortieren, wie man sie angreifen lassen will. Okay, nimmt das mal mit. Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. Ich auch. Gut, dann war da noch ein Artefakt im Dunkelwald und noch eins in der Himmelsspitze. Das Artefakt in Himmelsspitze, das könnt ihr nicht wissen. Aber doch, doch, könnt ihr eigentlich schon wissen. Im letzten Part war ja, als ich den Part geendet habe, konnten wir durch diesen Spalt gehen, der sich für uns geöffnet hat. Wären wir da durchgegangen, hätten wir noch ein Artefakt gefunden. Da kommen wir aber auch anders dran. Ich werde mal gleich zeigen, was ich meine. Ich weiß aber auch nicht mehr, was für ein Artefakt das war. Das war einfach ein gutes Artefakt, glaube ich. Irgend so eine Lebenskiste oder sowas, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ihr könnt mehr Schergen rufen. Jupp, das können wir. Zack, zack. Yay. Okay. Willkommen! Ja, wäre ich willkommen hier auch. Himmelsspitze Sumpf. So. Ich glaube, hier war wirklich noch so ein Lebenskisten-Artefakt oder Mana zumindest. Dafür brauchen wir wieder so, glaube ich. Ich nehme mal. Ach, sagen wir mal 8 von denen. Und der Rest mal rote. So. Das Artefakt ist nämlich hier hinten irgendwo. Bei den ganzen Dodo-Vögeln. Ja, da sehen wir schon 7. Das ist sogar eine Schatztruhe. Und die rote können hier gar nicht rüber, oder? Diese Vögel sind Granatengänse. Denken können sie doch über. Sie sehen zwar dämlich aus, sind aber absolut tödlich. Besonders, wenn man an ihre Eier will. Ja, das haben wir schon herausgefunden. Ich nenne sie mal lieber Dodos. Nee. Was machst du da, Overlord? So. Ja, diese Steuerung ist wirklich manchmal ein bisschen Käse, wenn er da das macht, was man nicht will. Ja, hier. Wo kommst du denn her? Komm mal zurück. So. Die roten werden wir jetzt schön benutzen, um die alle zu grillen. Boah, sind das viele.
Positioniert euch mal hier. Ihr positioniert euch mal dahin. Ich lock die ganzen Vögel an und ihr grillt sie. Feuer. Zack. Nicht schlecht. Nächster. Nicht schlecht. Und nochmal. Oh. Wie tut mir diese Vögel leid, sie anzuzünden. Diese armen Vögel. Die wollen doch nur, naja, ihre Eier beschützen. Tot. Tot. So. Ach, egal, wir brauchen schon Granatengänse als Hüte. Kommt mal mit. Kommt mit. Und grillt sie. Vielleicht können wir auch noch ein bisschen mit drauf kloppen. So, ja. Gut. Oh, hier sind aber noch sau viele. Komm mal mit. Genau. Feuer frei. Gut. Den nächsten bitte. Genau. Oh Mann, sind die laut. So. Zeit für einen Standortwechsel. Positionieren, positionieren. Und du kommst mit, genau. Und du stirbst. Ihr kommt jetzt auch mal mit. Du, genau. Feuer. Ja gut, den Rest können wir ja so töten. Ein Hoch auf eine regenerative Rüstung. Den töten wir jetzt auch mal hier. Einmal grillen, gut. So. Hätten wir das auch schon mal. Kommt mal mit, meine Schergen. Können die hier durch? Ja. Eigentlich müssten die Roten da drin verdampfen, aber egal. Feuer frei. Der hat Lebensenergie fallen gelassen, die wollen wir natürlich haben. Hier wären wir rausgekommen, hätten wir die feuchten Höhlen verlassen. Bleibt mal da stehen. Das muss ich wohl runterlassen. Bam, 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 bam. Okay, ihr könnt wieder herkommen. Ach, sie stellen sich nicht gerade besonders schlau an. So. Positioniert euch da. Ihr positioniert euch dahin. Da ist wohl... Ah, nein, 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 nein. Treffen bitte. Gut. Die nächsten. Ja. Schieß ihn ab. Danke. Du auch noch? Komm, komm, komm. Komm her, kommt her. Oh, hier sind ein bisschen viele jetzt. Ah, gut getroffen, meine Freunde. Gut getroffen. Ihr macht mich stolz, wisst ihr? Ihr macht mich stolz. Ja, den Rest töten wir mal so. Und du auch noch. Und du da hinten. Komm mal her. Gut. Da ich mir sicher bin, dass die Roten nur drauf aus sind zu sterben. Erstmal. Ah. Nein. Lässt du mal die Finger davon. Gott. Oh Mann. Nehmt mal den mal mit.
gut. So, meine Roten. Wartet hier. Die können ja sowieso nicht mitkommen. Okay. Oh, ich hasse es, nur einen Schergen zu verlieren. Das ist mir, ich sag, ein bisschen zu viel. Wir schauen mal, was es hier hinten gibt. Wo die Roten sich da schon versammelt haben. Vielleicht finden wir ja noch einen Schatzkiste oder irgend sowas. Aber hier ist anscheinend gar nichts. Fragezeichen. Okay. Gut, dann müssen wir nochmal in den Dunkelwald. Da gab es auch eine Schatztruhe. Falls ihr euch erinnern könnt, die wir gesehen haben. Bin mir aber auch nicht sicher, ob ihr euch erinnern könnt. Auf jeden Fall war da eine. Das weiß ich noch. Und ich glaube, das wisst ihr auch noch. Je nachdem, wie gut euer Gedächtnis ist. Das hat man ganz schwach gesehen. Aber ich glaube, ich habe euch auch nicht darauf hingewiesen, dass ich da was gesehen habe. Ja, je nachdem, wie gut ihr euer Auge ist, habt ihr sie gesehen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Gut, dann könnten wir... Genau, können wir sonst noch hin? Himmelspitze, ja, Dunkelwald. Wir können hier eigentlich zwei neue Gebiete erreichen. Da waren einmal bei Oberon, wo die grünen Pflanzen den Weg versperrt haben. Da waren wir noch nicht durchgegangen. Und genau da hinten, wo... Nee. Doch. Doch, warte mal. Oder? Nee. Ah. Oh. Oh, meine Schergen. Ihr habt tapfer gekämpft. Und jetzt bist du tot. So, macht sie alle. Das ist eigentlich perfekt, dass wir hier sind. Dadurch können die Blauen sich auch noch ein bisschen aufwerten. Die ertrinken ja nicht wie die anderen, was eigentlich recht toll ist. Es ist eine tolle Sache, mit denen ich gleich ertrinken. So. Dann holt euch mal Rüstung, meine Freunde. Und hier, warum da noch? Ja, für euch. Alles für euch, Ist da nichts drin? Ah, okay. Das Zeug da oben will ich auch noch. Also, das könnt ihr auch noch haben, wenn ihr wollt. Ja, genau. Ja, da hinten ist das Artefakt, was wir gesehen haben. Noch eine Schatzkiste. Sind da hinten noch mehr? Ja, es geht hier. Da liegt noch ein Helm oder sowas. Nehmt da auch bitte mit. Ja, alles mitnehmen. Gut. 17, wartet mal dort. Ich weiß, dass das hier eine Falle ist. Wartet mal weiter weg. Oder? Oder? Yep, ich hab's gewusst. Das ist eine Falle. Oh Mann, ich hätte wieder so unendlich viele blaue Schergen verloren. Da kommt mal mit. Und nimmt mal die Kiste mit. Ah. Ja, komm, ihr könnt ja schon vorausgehen. Komm, das schaffst du. Ich zähle auf dich. Da ist aber ein Artefakt rausgesprungen. Nee. Oh, wow, die sind aber schnell. Oha. Hätte ich nicht erwartet. Wartet mal. Ich häng fest. Wartet auf mich. Wartet. Ah. Wartet doch. Warum seid ihr so schnell? Ihr seid sonst nie so schnell. Oh, das merke ich jetzt. Ey, das sieht jetzt auch wieder saugeil aus hier. Oh, das ist schon cool, wenn man die Grafik ein bisschen höher einstellt als niedrig. Also ich habe es nicht ganz hoch gestellt, ich habe es mal auf Mittel. Auf ganz hoch wird es mir zu ruckelig. Das ist leider bei Aufnehmen immer so, da wird es mal ruckeliger als sonst. Oh, das sieht aber trotzdem geil aus. Auch wenn man das hier auf Mittel stellt, das sieht trotzdem Hammer aus. Boah, ich würde mir unbedingt Overlord kaufen. Saugeil. Das ist ein Muss, ein Spiel, was man gespielt haben muss. Okay.
Wo könnten wir jetzt sonst noch hin? Wir könnten in die Kanalisation, wir könnten uns hier ein bisschen mehr erforschen. Was nehmen wir denn? Ja, willkommen. Dunkelwald. Ah, mal, jetzt muss ich überlegen. Ja, was nehmen wir denn? Mein Handy ist leider auch kaputt. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt gerade aufgenommen habe. Ich muss jetzt auf mein Klingeln vertrauen. Dunkelwald. Himmelsspitze. Dunkelwald? Himmelsspitze. Dunkelwald. Himmelsspitze. Himmelsspitze? Fragezeichen? Dunkelwald. Fragezeichen. Wir gehen mal in den Dunkelwald. Ist auch ein recht schöner Ort. Besser als Himmelsspitze. Da sieht es nicht so schön aus. Okay. 555 gerade das doch. Ist ja gerade eine Stärke gestorben. Wir können sowieso im Moment nur blaue mitnehmen. Für dahin, wo wir hin wollen. Oh, wir können 20 mitnehmen. Egal. So, da müssen wir jetzt hier runter. Wir können auch da oben rumgehen, also glaube ich ätzender, weil da mehr Gegner sind. Da sind noch grüne Käfer. Die kümmert sich Onkel Papa. Der Onkel Overlord kümmert sich drum. Na, meine süßen kleinen giftigen Freunde. Nee. Bäh. Ist aber auch cool, wie der mit der Lichtstimmung hier passt. Sieht doch einfach voll geil aus. Ich liebe das Spiel. Komm mal her. Genau, da hinten kommen wir weiter. Und der brennt. So, kommt der. Meine blaue Armada. Die blauen passen die überhaupt nicht in das Gebiet. Das ist wirklich ein Gebiet der Grünen. Weil das sieht auch schon hier cool aus. Diese ganzen Bäume und diese ganzen Wurzeln, die da so komisch hinunterhängen. Die stammen ja alle von dem Baum. Genau. Da hinten ist Albino-Kröte. Die werde ich mich natürlich kümmern. Diese Kröten. Das ist wirklich ein bisschen doof, dass ich jetzt die Zeit nicht im Auge habe. Ich glaube, ich muss es irgendwie ein bisschen anders machen. Ich schau mal nach der Zeit. Und wenn der Part jetzt schon zu Ende ist, dann sag ich schon mal, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Gebt ein Like und einen Kommentar. Ansonsten bis zum nächsten Mal bei Overlord Racing Hell. Ade.